die Ladung. Also wir haben uns jetzt Ladungen angeschaut und man kann sagen, wir haben schon Ladungen ein bisschen von hier nach da bewegt. Aber wir wollen uns anschauen, was passiert, wenn man Ladungen über weitere Strecken bewegt. Und diesen Vorgang der Ladungsbewegung über eine lange Strecke, die hat einen recht schönen Namen, das ist einfach der elektrische Strom. Mit dem wollen wir uns ein bisschen beschäftigen. Ich muss nur schauen, was da in dem Kapitel eigentlich drinnen steht. Genau. Also gut, ich bewege Ladungen und ich könnte Ladungen auf unterschiedliche Arten und Weisen bewegen. Also ich könnte jetzt irgendwie diesen Luftballon nehmen, reiben und damit in der Gegend herumlaufen, dann ist das Strom. Ich habe eine Ladung, die bewegt sich. Und mit Ladung meinen wir eben geladener Körper, weil wenn ich quasi den nicht geladenen Luftballon nehme und herumbewege, dann bewege ich zwar auch Ladungen, aber ich bewege halt gleich viele positive wie negative Ladungen und die alle in die gleiche Richtung. Jetzt kann ich natürlich sagen, positive Ladungen in die Richtung, das ist das gleiche wie negative Ladungen in die Richtung, aber positive Ladungen in die Richtung und negative Ladungen in die Richtung, das ist quasi zweimal der gleich große Strom, aber mit entgegengesetzten Vorzeichen, das hebt sich wieder auf. Also erst dann, wenn ich einen geladenen Körper bewege, kann ich von Strom reden. Und das klingt jetzt sehr akademisch, weil man irgendwie gewohnt nicht so Strom, das ist ein Kabel und da drinnen passieren magische Dinge. Aber es gibt halt Ströme unterschiedlicher Art und man unterscheidet tatsächlich diese Leitungsströme und dann kann man aber noch sagen, na gut, was ist, wenn ich Elektrolyse mache zum Beispiel und dann habe ich zwei Elektroden in einer Flüssigkeit und dann bewegen sich tatsächlich Ionen in dieser Flüssigkeit und das ist schon etwas, das hat Masse, das vielleicht so zum Angreifen und Herzeigen ist es immer noch zu klein, aber es ist schon wirklich ein Körper, der bewegt sich von einer Seite auf die andere und das ist auch Strom. Also man hat solche Ströme durchaus in der Wirklichkeit und nicht nur als Gedankenexperiment, was ist, wenn ich mit einem Luftballon in der Gegend herumlaufe. Ich hätte ihn halt woanders reiben müssen, das muss man dazu sagen. Wenn ich an mir reibe, dann habe ich ja nur die Ladung verschoben. Wenn dann ich geladen und Luftballon geladen laufen, hebt sich wieder auf. Also ich muss es an der Astrid reiben und dann mit dem Luftballon laufen oder den Luftballon da fallen lassen und die Astrid nehmen und bitte herumlaufen, dann ist der Strom. Okay. Und wir wollen jetzt mit diesem Strom irgendwie besser in Zahlen fassen. Also jetzt ist das eine nette Geschichte und ich hoffe, man kann es sich halbwegs vorstellen. Aber schöner ist das, wenn man solche Sachen in Zahlen fassen kann. Und dazu müssen wir nochmal zurück zur Ladung und dieser Ladung eine Einheit verpassen. Gut, Ladung hat das Formelzeichen Q. Und die Einheit der Ladung ist Coulomb, abgekürzt C, also wenn irgendwo steht 1C, dann ist damit gemeint 1 Coulomb. Diese eckigen Klammern, die sind ein Operator, den jetzt vielleicht nicht jeder kennt, das ist Einheit von. Also hier steht, die Einheit von dem, was mit dem Formelzeichen Q bezeichnet wird, ist 1 Coulomb. Und in der Textzeile drüber steht halt, die elektrische Ladung hat das Formelzeichen Q. Gut, und solche Zeilen, das werden wir noch öfter finden, dass irgendwo steht, Einheit von irgendein Formelzeichen ist gleich und dann die Einheit. Vielleicht kleines typografisches Detail am Rande, so Formelsymbole, die schreibt man meistens italic und Einheiten, die schreibt man nicht italic, das heißt, zumindest wenn es nicht ich am Flipchart mache, sondern wenn es im Skriptum steht, kann man daran erkennen, ob damit jetzt irgendwie ein Coulomb gemeint ist oder einmal den Wert von der Variablen C. Gut, jetzt haben wir dieses Coulomb als Begriff. Niemand kann sich vorstellen, was ein Coulomb ist. Dann haben wir hier noch die Elementarladung, also die Ladung von einem Elektron. Und die Ladung von einem Elektron ist minus, weil er negativ geladen, 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Also mal 10 hoch minus 19 ist wirklich, wirklich wenig. Aber glücklicherweise gibt es halt viele Atome und viele Elektronen und damit kann man dann wieder sinnvolle Ladungen machen. Und man könnte natürlich auch sagen, ja, wozu das Ganze? Wir wissen ja, Ladungen treten immer als Vielfaches von diesen Elementarladungen auf. Dann schreiben wir einfach Elementarladungen an, aber das sind dann halt wie... Wow. Das sind dann halt, das glaube ich, wird jetzt noch ein bisschen öfter passieren. Das sind dann halt riesig große Zahlen, damit will keiner arbeiten. Außerdem hat man diese Elementarladung viel später bestimmt, dass man gesagt hat, das ist ein Coulomb. Also arbeiten wir halt mit dem Coulomb und eine Elementarladung ist halt so winzig klein. Für uns in der Elektronik ist auch später, wir werden hier ein bisschen mit den Elektronen uns spielen, aber später kommt das eigentlich nie wieder. Wir betrachten nicht einzelne Elektronen, sondern wir betrachten irgendeine Fülle von Elektronen, die irgendwas machen. Und wie man es halt von Flüssigkeiten zum Beispiel kennt, nicht? Wenn ich mit Wasser arbeite, dann habe ich irgendwie eine abstrakte Vorstellung von Wasser als Fluid und nicht von, das sind halt jetzt urviele Wasseratome, die irgendwelche Sachen miteinander machen. Und
Moleküle, danke. Und genauso machen wir das hier mit dem Strom, dass wir jetzt nicht uns immer vorstellen müssen, das sind halt jetzt so und so viele Milliarden und Abermilliarden von Elektronen, die zusammen irgendwas machen, sondern wir denken uns das halt irgendwie, also wenn man Wassermoleküle in Litern messen kann, so messen wir halt Ladung in Coulomb. Das ist viel praktischer, als wenn ich jetzt irgendwie hingehe und sage, ich hätte jetzt gern so und so viele Milliarden H2O-Moleküle. Das wird mir keiner geben können. So 5 Liter, kein Problem. Gut, also wir haben jetzt die Ladung als Einheit und nehmen das Coulomb und nicht diese Elementarladungen, obwohl die zur Vorstellung ganz praktisch sind. Und jetzt haben wir gesagt, wenn ich Ladungen bewege, dann nennt man das elektrischen Strom. Und damit müsste eigentlich schon eine Idee da sein, wie könnte man diesen elektrischen Strom messen. Also wenn wir uns jetzt einen Leiterstrom vorstellen, dass ich da irgendeinen Draht habe und dem bewegen sich Elektronen, dann könnte ich mir vorstellen, okay, wir schneiden diesen Leiter in der Mitte durch, mache ich das jetzt nicht, der war teuer, aber also teuer auch nicht, aber es wird nichts bringen, wir sehen hier keine Elektronen, aber ich stelle mir vor, ich schneide den so durch und dann schaue ich durch diese Querschnittsfläche, wie viele Ladungen fließen eigentlich pro Zeiteinheit durch. Weißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Flüssigkeitsstrom messen würde, würde ich das ja genauso machen. Ich hätte irgendein Rohr und in dem fließt jetzt zum Beispiel Wasser und dann schaue ich mir an die Querschnittsfläche von dem Rohr, wie viel Liter pro Sekunde fließen durch dieses Rohr durch, fließen durch diese Querschnittsfläche durch. So würde ich jetzt eine Wasserströmung messen. Naja, und eine Ladungsströmung, die wir dann eben jetzt elektrischen Strom nennen, die messe ich halt genauso, aber halt nicht in Liter pro Sekunde, sondern in Coulomb pro Sekunde, die durch diesen Leiterquerschnitt durchgehen. Und weil man das so oft braucht, sagt man in der Regel nie dazu Coulomb pro Sekunde, man sagt einfach Ampere. Man hat ihm einen neuen Namen gegeben und sagt Ampere. Übrigens ohne diesen Dachel, Strichel, wie auch immer, also der Wissenschaftler, der heißt Ampere mit so einem komischen Ding über einem E. Aber die Einheit, die schreibt man ohne dieses Ding über einem E. Einfach darum, weil ja Einheiten irgendwie international sein soll und das sollte immer tippen können. Das hat man gesagt, die Einheit heißt Ampere ohne E. Und darum schreibt sich das auch so. Und das kürzt man den meisten noch ab, weil ein Ampere schreibt sich auch blöd und dann schreibt man einfach nur ein A. Das Formelsymbol für den Strom ist I. Ich habe keine Ahnung warum, ich weiß auch nicht, warum das Formelsymbol für die Ladung Q ist, aber I ist halt der Strom. Und wir haben hier wieder so eine Zeile, wie wir es vorher gehabt haben, dass wir sagen, Einheit von I, und wir müssen halt wissen, I, das ist das Formelzeichen für Strom, ist 1 Ampere oder kurz 1 A, das ist das gleiche wie 1 Coulomb pro Sekunde. Das, was durch diesen Querschnitt durchgeht. Gut, und damit haben wir jetzt eigentlich schon eine Vorstellung. Nicht? Wir können uns jetzt irgendwie vorstellen, dieser Strom, der da fließt, so eine Flüssigkeit, das ist übrigens ein beliebtes Bild, dass man sich irgendwie Strom vorstellt, so als Flüssigkeiten in Rohrsystemen. Oder vielleicht allgemein Fluide. Also ich finde, man kann sich Gase vielleicht besser vorstellen, weil man dann Bilder für die Spannungen hat. Aber ich bitte euch, vorsichtig zu sein mit diesen Bildern. Also ich persönlich, ich habe ein gespaltenes Verhältnis dazu, weil halt für Fluiddynamik, da gilt sehr viel. Und wenn ich jetzt irgendwie sage, naja, Strom, das verhält sich so wie ein Fluid in einem Rohrsystem, dann ist das ein super Bild, wenn ich keine Ahnung von Fluiddynamik habe. Weil dann bringe ich halt nur so Sachen mit, die anschaulich irgendwie stimmen. Aber wenn ich jetzt anfange, mich mit solchen Fluiden in Rohrsystemen näher beschäftige, und weiß, da gibt es die Bernoulli-Gleichung, die Energieerhaltungsgleichung ist für statische und dynamische Druckenergie, solche Dinge. Und jetzt sage ich, na gut, ein Strom ist sowas wie ein Fluid in einem Rohrsystem, dann könnte man anfangen, unglaublich viele bekannte Konzepte auf dieses neue Ding zu werfen und die treffen einfach nicht zu. Das heißt, ich finde, das Bild ist ganz gut, aber man sollte das Bild abstrahieren von allem, was man wissenschaftlich weiß über Fluide in Rohrsystemen, sondern das nur so als abstrakte Vorstellung betrachten. Was ich persönlich viel besser finde, ist, wenn man sich irgendwie vorstellt, das sind irgendwie so kleine rote Kügelchen, ganz viele davon, die sich in den Leiter bewegen. Das funktioniert genauso, aber es bringt irgendwie, hat irgendwie diesen ganzen Ballast von was man halt schon weiß von der Fluiddynamik. Gut, wir machen ein Experiment. Wir lassen mal so einen Strom fließen und nicht ich laufe mit einem Luftballon durch die Gegend, sondern wir treiben einen Elektromotor an. So, dazu brauche ich wieder mein Kamerakind. Hast du was eintreten heute, gell?
So. Also ich habe hier so einen Elektromotor und da habe ich so ein kleines Zettelchen noch drauf, wo ich mir aufgeschrieben, oder zu Stand vom Hersteller schon, wie die Daten sind, und von dem weiß ich, dass der mit 1,5 Volt geht. Was Volt ist, wissen wir noch nicht, das kommt das nächste Mal. So. Aber das ist ganz bewusst, warum wir heute das mit dem Volt noch nicht machen. Weil wichtig ist, dass diese Konzepte mal sickern, zumindest für die Leute, für die das neu ist. Die anderen können sich denken, das war halt unterhaltsam. So, Luftballone und so. Gut. Problem ist, man sieht dann nicht, dass es sich dreht. Gell? Man muss mir das einfach glauben, weil da nichts dran hängt. Ja, vielleicht kann man da irgendwie so eine... setze ich mich da hin. So. Ah, das ist gut. So. Also das ist eh nur der erste Teil. So, also vielleicht hört man es auch so. Also der bewegt sich. Und da fließt eben Strom durch den Motor durch. So, man könnte sich jetzt vorstellen, in dieser Batterie sind jetzt Ladungen quasi getrennt und die wollen halt wieder zusammen, haben wir vorher gesagt, Coulombkraft. Aber sie sind halt auf eine kluge Art und Weise getrennt, sodass sie nicht in der Batterie wieder zusammenkommen. Und irgendwie wollen halt wieder zusammen. Und in einem Leiter können sich solche Elektronen, solche Ladungen eben frei bewegen. Das hat damit zu tun, dass Metalle einen besonderen Aufbau haben und da gibt es das Elektronengas, in dem halt gewisse Elektronen von den Elektronenatomen sich relativ frei hin und her bewegen können. Und damit schaffe ich quasi einen Weg, in dem diese getrennten Ladungen wieder zusammenkommen und die Coulombkraft, die greift an und treibt eben durch den Motor durch. Dabei passieren dann andere seltsame physikalische Dinge, wo Magnetfelder und so entstehen und das macht dann, dass der Motor sich bewegt. Und das schaut dann eben so aus. Und ich kann damit Geräusche machen. Ein Bild, das ich da sehr gut finde, ist, oder ein Bild, aber zumindest eine Idee zum drüber nachdenken, ist, wenn ich jetzt irgendwie diesen Stift hier nehme und anhebe, dann kennt man das, da habe ich jetzt potenzielle Energie hineingebracht. Nicht? Und das heißt, ich könnte das jetzt loslassen und dann würde ich diese potenzielle Energie wieder freisetzen und das macht dann halt Krach und ein bisschen Wärme. Von der Wärme merken wir nichts, sondern das ist halt gut. Und ähnlich ist es hier. Wir trennen diese Ladungen. Damit haben wir was gemacht, wo wir Energie in das System hineingebracht haben. Auch wenn wir irgendwie Luftballon reiben und dann den Luftballon wegbewegen, da gibt es ja die Coulombkraft, die das zusammendrückt. Und gegen diese Coulombkraft machen wir hier eine Bewegung, nicht? Und Kraft mal Weg, das kennt man vielleicht. Also das ist die Energie, die ich da hineinbringe. Und ähnlich hier, wenn ich diese Ladungen trenne, ist dann mal Energie drinnen und wenn die dann wieder zurückfinden, wird diese Energie halt in was anderes wieder umgesetzt. Das gilt Energieerhaltung. Gut, wir wollen uns einmal anschauen, wie viel Strom da eigentlich fließt. So, ich nehme ein Multimeter mit einem großen Display. So. Und diese Multimeter, die haben dann unterschiedliche Einstellungen. Also wenn man eins kauft, schadet das auch nicht irgendwie, das Handbuch oder sollte man besser sagen Beipackzettel meistens zu lesen, was da dabei ist, über die unterschiedlichen Einstellungen, die es hat. Und meistens ist es nicht mit der physikalischen Größe beschriftet, sondern mit der Einheit, die man misst. Also steht irgendwie Strom, sondern steht Milliampere oder Mikroampere. Und was erwarten wir hier? Steht auf dem Zettel drauf. 200 Milliampere. Gehen wir gleich auf die Ampere-Skala. Ups. So. Und damit das Multimeter diesen Strom messen kann, muss der Strom durch das Multimeter durchfließen. Also da passt jetzt zum Beispiel diese Analogie von dem Fluiden in dem Rohrsystem ganz gut. Wenn ich da irgendein Rohr habe und da fließt jetzt eine Flüssigkeit durch, fällt es mir sehr schwer, einfach nur von außen, ohne das System zu verändern, zu messen, wie viel Flüssigkeit pro Sekunde durch dieses Rohr fließt. Die einzige Art und Weise, wie ich das machen kann, ist, wenn ich das Rohr an einer gewissen Stelle öffne und dann in dieses Rohr eine Messvorrichtung einbringe. Und dann muss eben der Flüssigkeitsstrom durch diese Messvorrichtung durch. Und damit kann ich das dann messen. Und genauso ist es hier, wenn ich den Strom messe. Ich kann jetzt nicht nur einfach den Motor und die Batterie in Serie stellen, sondern dazwischen muss noch das Multimeter hinein. Dazu, vielleicht filmst du das ein bisschen, wenn es geht, ich weiß es nicht. So, dazu haben wir hier die Batterie. Sieht man das? Ich drehe das so, dann sehe ich auch, was ich mache. Gut. Gut, wir haben hier die Batterie, gut.
Und da geht eben ein Kabel rüber zu dem Motor und das andere Kabel, das stecken wir jetzt nicht an den Motor an, sondern das stecken wir hier an den einen Anschluss von dem Multimeter. Dann nehme ich den anderen Anschluss vom Multimeter und noch so eine Koko-Klemme. Und mit der gehe ich jetzt zu dem Motor hin. So. Und da ist Schnürdel im Weg. So. Und jetzt dreht sich der Motor. Und wir können hier am Display ablesen, wie viel Strom da durchfließt. Und das ist jetzt eben 0,131 Ampere oder 131 mA. So. Und dieser Strom, der da durchfließt, der verrichtet eine gewisse Arbeit in dem Motor. Jetzt könnte man sich überlegen, was passiert, wenn der Motor mehr Arbeit verrichten muss. Und eine Möglichkeit ist, wenn ich damit meine Hand jetzt abbremse. So, und haben wir da. Und da sehen wir, so wie ich das mache, der klingt doch ein bisschen gequälter, fließt mehr Strom. Und man könnte sagen, das ist jetzt irgendwie nicht verwunderlich, nicht? Mehr Arbeit, brauche ich mehr Strom. Weil irgendwo muss diese Energie ja herkommen, die den Motor antreibt. Danke. So, also das war das Experiment. Gut, das haben wir hier gemacht. So. Gut. Wollen wir das jetzt gleich machen oder wollen wir jetzt die Pause machen? Wir sind eigentlich schon beim letzten Block, fällt mir gerade ein. Und wir haben noch nicht so viele Zeit verbracht. Wir sind gerade bei einer Stunde. Ich bin fast doppelt so schnell wie im Vorjahr. Oder wir haben vorher lang diskutiert, ob wir das an Freitagen machen oder an einem anderen Tag. Das könnte natürlich auch sein. Gut. Also wir haben diese... Ich möchte folgende Vorgehensweise vorschlagen. Und ich möchte gleich vorwegschicken, wenn jemand sich mit diesem Beispiel überfordert fühlt, es ist ein nicht ganz so triviales Beispiel. Also wenn man jetzt irgendwie schon länger nicht mehr solche Textbeispiele gelöst hat, dann ist das ganz natürlich, dass man sich mit dem ein bisschen schwer tut. Aber ich möchte es trotzdem versuchen und darum ein Vorschlag. Ich rede jetzt mal drüber, was es ist. Und dann kombinieren wir quasi ein gemeinsames Lösen versuchen mit einer Pause. Und dann schauen wir uns zum Abschluss nochmal an, wie man dieses Beispiel löst. Also, wir haben jetzt gerade gemessen, wie viel Strom dort fließt. Und also vielleicht damit es einfacher zum Rechnen ist, behaupten wir haben 150 mA gemessen. Das ist so ein Wert zwischen dem ohne Last und mit Last. So, also ich schreibe jetzt I ist gleich 150 mA. Wir wissen, I ist unser Formelzeichen für den Strom. Also das ist der Strom, den wir gemessen haben. So, und dann überlegen wir uns, was ist denn der Querschnitt von diesem Kupferdraht, das ich verwendet habe. Ich würde sagen, wir denken uns irgendwas aus, was jetzt von der Wirklichkeit nicht ganz viel entfernt ist. Sagen wir, die Querschnittsfläche ist 1 Quadratmillimeter. Also wahrscheinlich ist die Querschnittsfläche kleiner, aber 1 Quadratmillimeter, das gibt es dann schon für Drähte. Und die Aufgabe, die wir haben, ist, dass wir uns ausrechnen, wie schnell bewegen sich jetzt die Elektronen. Weil wir haben ja gesagt, da bewegen sich Elektronen. Nicht? Aus der Batterie kommen die raus, und zwar beim Minuspol, weil Elektronen ja negativ geladen ist, bewegen sich dann durch den Motor durch und kommen beim Pluspol wieder in die Batterie hinein. Und wir wollen jetzt wissen, wie schnell sind die eigentlich. Dazu brauchen wir eine Zahl, nämlich wir wollen wissen, wie viele mobile Elektronen gibt es eigentlich in so einem Kupferleiter. Ohne die können wir nicht anfangen. Aber wenn wir irgendwie sagen, in einem, was haben wir für eine Einheit, Kubikzentimeter Kupfer, sind jetzt so und so viele Elektronen, die eben zum Transport von so einem Strom brauchbar sind, dann können wir uns ausrechnen, wie schnell diese Elektronen sein müssen. So. Also wir sagen, was ist das? 8,5 mal 10 hoch 22, wieder so eine astronomische Zahl, Elektronen E minus pro Kubikzentimeter. Das ist eine Zahl, die behaupte ich jetzt, aber sie steht auf Wikipedia, sie kann nicht falsch sein. So. Also das ist das, was wir rechnen wollen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt unsere Pause von vielleicht einer Viertelstunde. Und das kann man dann als Möglichkeit nutzen, was mit dem Nachbarn zu diskutieren.
oder das ganze komplizierte Ding wieder zu vergessen und danach reden wir darüber, wie man das lösen könnte. Gut, sage ich mal Dank. Also, außer es gibt jetzt noch Fragen vor der Pause. Sollte man vielleicht noch klären. Ich habe jetzt schon noch eine Vorstellungsfrage. Ja? Wenn wir dieses Vorsystem-Flash ansprechen. Mhm. Na, passt schon. Ich habe jetzt die Stromquelle, sage ich einmal. Ja? Oder sozusagen die Elektronen in das Kupferkabel mehr oder weniger in diesen Kupferleiter eintreten und dadurch am anderen Ende ein Elektron, das vorher Bestandteil dieses Kupferdrahtes sozusagen war, rausstoßen. Ja, das ist völlig richtig. Damit sind wir auch schon ein bisschen in der Lösung von dem Ding, weil man quasi unterscheiden muss, wie schnell breitet sich das Signal hier Strom aus, weil das ist eben relativ schnell. Auf der einen Seite ein Elektron rein, auf der anderen fällt wieder eins raus. Oder wie schnell bewegen sich wirklich die Elektronen darin, die sogenannte Driftgeschwindigkeit, um die es eben hier als Fragestellung geht. Also wir könnten jetzt vielleicht noch hinschreiben, V ist gleich Fragezeichen, V, das Formelsymbol für die Geschwindigkeit, das ist die Frage, die wir beantworten müssen. Eine Kleinigkeit noch, das brennt mir gerade auf der Zunge, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, weil ich ja vorher gesagt habe, die Elektronen, die sind negativ und die kommen bei der Batterie beim Minus raus und gehen dann wieder beim Plus hinein. Und man wird sicherlich schon mal gehört haben, da gibt es diese beiden Begriffe der technischen und der physikalischen Stromrichtung. Das wäre vielleicht ein guter Punkt, gleich mal darüber zu reden. Unter der technischen Stromrichtung versteht man, dass man sagt, na Plus, dort kommt was raus, dort kommt der Strom raus. Ich stelle mir quasi positive Ladungsträger vor und die wandern dann zum Minus. Und dann kommen die Physiker und sagen, nein, das stimmt aber nicht, weil ja der Ladungstransport durch die Elektronen, ne, da verliere ich gleich meinen Hosenträger, weil der Ladungstransport durch die Elektronen passiert und die sind dann negativ geladen, das heißt, der Strom kommt ja in Wirklichkeit beim Minus raus und fließt zum Plus. Und dazu möchte ich gerne erzählen, wie das eigentlich bestimmt wurde mit dem Plus und dem Minus. Weil man hört oft, dass es quasi zufällig gewählt ist. Die haben geraten und sie haben halt genau falsch geraten. Jetzt müssen alle damit leben, dass die Elektronen negativ geladen sind und der Strom in die verkehrte Richtung fließt. Aber das stimmt so nicht. Sondern da hat man sich schon was gedacht. Und ich könnte jetzt wahrscheinlich einen Namen nennen, aber da fällt mir nicht ein. Also jemand hat sich was gedacht. Nämlich hat man sich überlegt, ich mache eine Funkenstrecke, wo ich zwei Elektronen habe und dann springt da immer so ein Funke über. Ich kann nicht sehen, ob der Funke von links nach rechts oder von rechts nach links springt, aber ich behaupte mal, irgendwas bewegt sich da von dem einen Ende zum anderen und das macht den Funken. Und wenn man irgendwie messen könnte, in welche Richtung sich das bewegt, dann wüsste man ja, in welche Richtung sich der Strom bewegt. Also folgendes Experiment, ich nehme so eine Funkenstrecke und in den Funken halte ich eine Kerzenflamme hinein. Und wenn da jetzt in dem Funken was drinnen ist, was sich von einer Elektrode zu der anderen Elektrode bewegt, dann reißt das die Flamme in die eine oder die andere Richtung und daran, wie die Flamme abgelenkt wird, kann ich erkennen, in welche Richtung der Strom fließt. Jetzt ist das Problem, dass in einer Funkenstrecke sich alle möglichen Sachen von einer Richtung in die andere, von einer Richtung in die eine Richtung bewegen können. Da können nämlich Elektronen aus der Kathode rausspringen und in die Anode hinein. Da kann es aber auch passieren, dass aus der Anode ein Kation weggeschlagen wird, also ein positiv geladenes Ion, ein Metallion, und das geht dann zur Kathode. Also es gibt quasi Dinge, die springen in die eine Richtung und Dinge, die springen in die andere Richtung. Geht es da um eine Entladung im Vakuum? Nein, in Luft. Ich nehme an, dass das in Luft ist. Die Kerzenflamme ist in Luft. Ja, das wird, nehme ich an. Und jetzt habe ich quasi Sachen, die bewegen sich in beide Richtungen. Was man messen wollte, war quasi, in welche Richtung bewegen sich die Elektronen, weil die Elektronen halt den Großteil von dem Leitungsstrom ausmachen. Aber so ein Elektron interagiert halt kaum mit der Kerzenflamme. Das hat kaum eine Masse, das trägt kaum eine kinetische Energie, wenn es da durchgeht. Aber das Kation, das ist halt riesig groß und das macht das. Und damit hat man durchaus gemessen, dass sich etwas in diesem Versuchsaufbau von Plus nach Minus bewegt. Es ist halt nicht der Strom von den Elektronen, sondern dieser Strom von den Kationen, die dann manchmal auftreten.
Und das ist ja auch schon ein nettes Beispiel, weil es eben zeigt, dass man nicht einfach so sagen kann, Strom fließt in die eine oder Strom fließt in die andere Richtung, sondern es hängt halt immer davon ab, ob ich jetzt mit positiven oder negativ geladenen Ladungsträgern zu tun habe. Und für fast alles, was wir in der Elektrotechnik machen, ist uns völlig egal, was jetzt genau diese Ladung transportiert. Also es gibt ganz, ganz wenige Dinge, bei Röhren zum Beispiel, kann man das Verhalten einer Röhre erklären, nur dann, wenn man weiß, dass da Elektronen sind und dass die Elektronen negativ geladen sind. Aber ansonsten ist uns das ziemlich wurscht. Und darum ist es völlig legitim, sich vorzustellen, ich habe positive Ladungen, die von Plus nach Minus fließen und nicht umgekehrt. Man kann sich das sogar so weit vorstellen, blättert da mal um, dass ich quasi in einem Leiter Löcher und Elektronen habe. Und ich betrachte beides als Plätze. Also ein Loch ist quasi ein Ort, wo ein Elektron sein dürfte, jetzt aber gerade kein Elektron ist. Und dann habe ich quasi hier ein Elektron, also ein ausgemaltes Knödel, weil da ist ja was. Dann habe ich da ein Loch und jetzt bewegt sich das Elektron und dann springt dieses Elektron darüber. Und nachher habe ich dann das Bild, dass dort, wo das Elektron war, ein Loch ist und dort, wo jetzt das Elektron ist, ein Elektron ist. Ich kann aber jetzt in der Betrachtung, wenn ich quasi die Löcher genauso als Objekte betrachte wie die Elektronen, jetzt nicht unbedingt sagen, ob sich jetzt das Elektron von links nach rechts bewegt hat oder das Loch von rechts nach links. Und in der Halbleiterphysik ist das so, dass man sehr, sehr viele Sachen wirklich so beschreibt, dass man diese Löcher als Objekte betrachtet, die sich genauso hin und her bewegen können. Also dazu, zu dieser technischen Stromrichtung versus der physikalischen Stromrichtung, das macht wenig Sinn, da allzu viel Bedeutung drauf zu legen, weil es wirklich für alles, womit wir da zu tun haben werden, in dem Kurs egal ist, ob wir positive oder negative Ladungen haben. Und nach diesem Beispiel, wo wir uns die Driftgeschwindigkeit von Elektronen ausrechnen, werden wir uns nie wieder über Elektronen Gedanken machen, sondern nur noch über Ladungen, die sich irgendwie von einem Ort zum anderen bewegen. Und dann ist es ja wurscht, ob das eine negative Ladung von hier nach da war oder eine positive Ladung von da nach hier. Warum geht eigentlich die Batterie, an der Lauf, wenn der Motor begrenzt wird, oder ist das ein zu weiter Vortritt? Die Leistung in dem Motor muss ja größer werden, wenn ich den abbremse. Weil dann gibt es quasi etwas Mechanisches, wogegen der Motor arbeiten muss. Und die Leistung, die in so einem Motor umgesetzt wird, ist eben unter anderem direkt proportional zum Strom. Auch zu anderen Sachen, die wir noch kennenlernen werden. Das heißt, wenn ich mehr Energie haben möchte, muss mehr Strom da sein. Oder man könnte sich auch vorstellen, ich habe quasi eine Armee von solchen Flipchart-Stiften und mit denen will ich jetzt etwas antreiben, indem ich die Flipchart-Stifte auf dieses Objekt fallen lasse. Nicht? Ich habe da irgendwie eine Mühle, die dreht sich und das lasse ich der Flipchart-Stifte runterfallen. Die haben da oben eine kinetische, eine potenzielle Energie, also unten ankommen eine kinetische und geben die eben auf diese Mühle ab, die sich da dreht. Wenn ich jetzt möchte, dass sich das schneller dreht, dann muss ich mehr Flipchart-Stifte fallen lassen in der gleichen Zeiteinheit. Und genauso muss ich hier mehr Elektronen durch den Motor durchschicken in der gleichen Zeiteinheit, weil er mehr machen muss. Aber wer macht das? Wer ist dafür verantwortlich? Ich beantworte das noch und dann sagen wir, es wird später geklärt in dem EM-Feld-Exkurs. Wenn sich so ein Elektron bewegt, wenn Strom fließt, dann entsteht um den Leiter herum ein magnetisches Feld. Und man kennt das, dass man mit magnetischen Feldern Arbeit verrichten kann. Und genauso funktioniert das am Motor, dass er quasi Magnete erzeugt, die dann etwas bewegen, wenn sich das entweder schneller bewegen soll oder wenn sich das gegen einen Widerstand bewegen soll, brauche ich quasi einen stärkeren Magneten und den kriege ich mit mehr Strom. Aber das heißt, da ist eben ein Regelschalter, der feststellt, die Geschwindigkeit von des Motors ist runtergegangen, darum lasse ich mehr Strom durch. Nein, aber das ist jetzt ganz klar ein Vorgriff auf spätere Dinge. Okay, dann entlasse ich euch quasi in diese Pause und danach überlegen wir uns, wie schnell wir diese Elektronen sich da eigentlich bewegen.